Oh. Oh, jetzt ja. Jetzt fängt es an zu stinken hier im Studio. Dass wir letzte Woche zwei Preise gewonnen haben. Genau. Nämlich den Bürgermedienpreis von der LFM haben wir erst einmal den ersten Platz in der Kategorie Bestes Format gemacht und den Publikumspreis. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt zeige. Nicht, weil ich meine Eier aufblasen möchte, sondern weil ich mich bedanken möchte bei allen Zuschauern, die uns das ermöglicht haben, für uns abgestimmt haben. Wir werden zur nächsten Sendung werden wir eine Matz vorbereiten, wo man das nochmal sieht. Wir haben uns so tierisch gefreut und sagen es nochmal mit Pipi in der Hose. Applaus. Dankeschön. Der Applaus für alle, die gewählt haben. Vielen, vielen Dank. Großes Kino. Es war sehr knapp, kann man vielleicht auch dazu sagen. Wir waren mit einem anderen Beitrag komplett gleich auf, hundertprozentig die gleichen Stimmen. Es ging also, jeder, der gewählt hat, hat es uns ermöglicht. Also wenn einer nicht gewählt hätte von euch, dann hätte es nicht gereicht. Flaute, Das muss man sich mal vorstellen. Also viel mehr kann eine Stimme nicht wert sein. Ja, das stimmt. Man sagt immer, jede Stimme zählt, aber da sieht man es dann endlich mal. Ne? Ja. Hier liegen übrigens noch überall Haare von mir rum. So viel zu der Vergangenheit. Blicken wir in die Zukunft. Genau. Lieber Nico, was kommt denn demnächst ins Kino? Oder Steffen, du weißt es ja auch. Genau. Wir fangen an. Ich habe mich, glaube ich, eben vertan, dass es in den nächsten zwei Wochen passiert. Genau, es ist ein bisschen weiter in der Zukunft. Ne? Es kommt ein Remake von Godzilla. Also wenn man mir jetzt erzählt hätte... Wo wir heute schon bei Drachen waren. Godzilla ist zwar kein Drache, aber eine Riesenechse. Ich habe ja in die ähnliche Richtung. Ich habe das ja hier vorbereitet. Und zwar kommt das am 15.05.2014 von Gareth Edwards. Der hat bislang nur Monsters gemacht. Auch so ein, ich sag mal, Spektakelfilm. Dieser hier, der Godzilla-Film, das Remake, ist toll besetzt, muss man echt sagen. Wir haben Elizabeth Olsen, die momentan ihr hübsches Puppengesicht in allen möglichen Filmen hält. Momentan in dem grottenschlechten amerikanischen Remake von Oldboy, was man direkt in die Tonne kloppen kann. Und diesen Film sollte man auch nicht remake, meiner Meinung nach. Aber egal, die hat aber auf jeden Fall schauspieltechnisch was drauf. Wer auf jeden Fall schauspieltechnisch was drauf hat, ist Bryan Cranston. Den kennt ihr noch aus? Malcolm mittendrin. Was? Aus Breaking Bad. Ja, das wollte er doch hören. Kommt schon. Da hat er mich aber kalt erwischt gerade. Richtig. Und ihr seid auch Kick-Ass-Fans, ne? Ja, natürlich. Aaron Taylor-Johnson spielt auch mit, der Typ aus Kick-Ass. Grandios. Ist auch dabei. Und Juliette Binoche, die kennt man ja auch. Ne? Gemma Permacell. Kennst du nicht? Wer? Juliette Binoche. Nee. Vielleicht der Vorleser und so. Ja, gut. Du bist ja nur im Filmmagazin mit mir gewesen. Ja, kein Ding. Auf jeden Fall, der Trailer ist eigentlich ganz spannend. Ja, wir sehen ihn hier schon im Hintergrund laufen. Mhm. Ziemlich düster, auf jeden Fall. So ein bisschen dystopisch, ne? Ja, genau. Ja, fand ich ganz cool. Es geht wie immer viel zu grob, wenn so eine riesen Echse durch die Stadt läuft. Ich meine, man kennt das im kleinen Format, wenn man so eine kleine Echse zu Hause hat, die schmeißt dann die Playmobil-Stadt um, ne? Ja. Das gleiche halt in groß. Also man muss halt darauf hoffen, dass die Dramaturgie nicht zu knapp kommt und die Effekttascherei nicht zu sehr rausgeballert wird, ne? Also wir wollen, glaube ich, alle mehr persönliches Drama sehen als nochmal einen Godzilla-Plättungsfilm. Aber das sieht schon sehr episch aus. Vor allem den Trailer, den kann man auch einfach so stehen lassen. Weil der einfach so, finde ich... Der reißt Godzilla ja nur so an. Und genau, das ist es. Man denkt so, fuck, die ganze Stadt ist ja schon im Arsch. Und wie ist das passiert und warum? Und dann kommen die da aus dem Flugzeug. Also grandioser Trailer, den ich nur jedem ans Herz lege. Man sieht, wie man gerade sieht, man sieht halt auch noch nicht Godzilla in seiner ganzen Größe. Ne? Da bin ich auch gespannt, wie das umgesetzt wird. Ja, ist immer so ein heikles Thema. Aber das finde ich sehr cool. Wie fandet ihr den letzten Godzilla von Emmerich, war der, glaube ich, ne? Ja. Wie fandet ihr da Godzilla? Vom Look? Also der Look war schön, Ganz nett, ne? Also er sah schon geil aus. Ob man jetzt den Film als gesamtes Werk toll finden muss, ist wahrscheinlich auch ein Streitkriterium, aber Godzilla sah klasse aus. Am geilsten fand ich bei dem Film, wie oft Godzilla verschwunden ist. Weißt du, wir haben ihn nicht mehr auf dem Radar, es ist einfach so eine Riesenechse, die da rumläuft. Keiner weiß, wo der ist. Stealth-Modus. Ja. Ja, ganz toll. Hat ein Tarnschild auch. Genau. Machen wir weiter? Genau, mit American Hustle. Ja, da muss ich sagen, habe ich keine Ahnung von. Hast du keine Ahnung von? Nee. Ich auch nicht. Ich bereite mich ja... Dirk? Ja, was? Nein. Nein. Oder du? Nee. Buddy und ich bereiten uns ja schon auf die Oscar-Nacht vor. Wir haben auch schon ausgemacht, dass ich zu ihm nach Hamburg fahre und wir machen uns ein schönes Oscar-Date. Und ich garantiere euch, dass American Hustle oder auf Deutsch American Bullshit... Ja, warum auch immer. Versteht ihr das? Ja. Warum man das geändert hat? Ich weiß es nicht. In Deutschland passieren generell in Sachen Filmtitel seltsame Dinge. Das ist unaussprechlich. Das ist ja so ein neuer Trend, ne? Die auf Englisch umzuändern. So dämlich. Die denken wahrscheinlich, Hustle ist nicht bekannt genug und dann müssen wir Bullshit unterpacken. Ja. Ist auch egal. Der kommt am 13.02.2014. Das heißt, für alle Leute, die immer gerne die Filme gucken, bevor die Oscars kommen, das ist noch möglich. Den kann man vorher noch sehen. Und der ist von David O. Russell. Was hat David O. Russell gemacht in den letzten Jahren? The Fighter.
Richtig geiler Film. Richtig Entschuldigung. Toll. Und der letzte Jahr habe. Silver Linings. Silver Linings Playbook. Hast du jemand gesehen hier? Ich habe ihn gesehen. Ja? So, ja. Gut. Ich muss ja. ganz kurz eben einmal mit der Spitzhacke dazwischen. Warum Steffen gerade genießt hat, das ist auch gar nicht so unwitzig, denn wir haben dieses schöne Sofa hier gekauft von einer Katzenbesitzerin. Und der gute Steffen hat eine Katzenhaarallergie und das ist ein ganz schönes Problem. Wir haben auch einen schönen Tisch gesehen. Ach ja, hier von Pro Office. Kann man nochmal hier auf die 2 einmal kurz? Oder so. Ja, guck, schöner Tisch. Ja, schöner Tisch. Ja. Boah. Danke auch. Alter Verwalter. Genau, danke an Pro Office, dass sie uns diesen Tisch zur Verfügung gestellt haben. Und um nochmal kurz auf das Sofa hier zurückzukommen. Ziemlich witzig. Wir haben uns hier hingesetzt und Steffen war nur am Niesen und so, was ist los? Und dann er so, ja, die hatte Katzen. Tolle Sache. Ja, so, tolle Sache, ne? Ich wollte eigentlich kein Ding. Ja. Du kannst mich im Prinzip wieder anstellen und es sprudelt Wissen aus mir heraus. Ja, dann los. Okay, können wir dich wieder abstellen? Nein, nein, geht leider nicht. Das funktioniert nicht. Ja, warum habe ich gesagt, dass der bei den Oscars abräumen wird? Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Jeremy Renner. Batman. Ich weiß nicht, ob ihr das im Trailer gesehen habt. Der sieht in dem Film absolut nicht aus wie Batman. Der hat die übelste Pocke. Es geht um Kunstfälscher, um so ein bisschen Crime. Es sieht auch ein bisschen lustig aus. David O. Russell ist grandios, weil er meiner Meinung nach den Bogen zwischen lustig und dramatisch sehr gut spannen kann. Da ist Christian Bale, der hat auch kaum noch Haare. Alter. Was der Mann immer macht für seine Rollen, ist einfach unfassbar. Ja, Wahnsinn, krass. Das kann man The Mechanic, da hat er sich ja, ja. The Mechanic ist genau das Gegenteil, dass er sich ja quasi ausgehungert. Richtig, genau. Und auch in The Fighter sah er total abgefuckt aus. Genau. Und, ja, also auf den Film freue ich mich persönlich riesig. Ja. Und die Nummer 3 in unseren heutigen Vorstellungen ist The Edge of Tomorrow. Der ist wieder mit unserem Lieblings-Scientologen, nicht wahr? Das ist richtig, genau. Man möchte ja denken, dass der fast nur noch dystopische Filme macht. Ja, ne? Oblivion und jetzt Edge of Tomorrow. Als ich das gesehen habe, dachte ich erst so, okay, die Sachen, die da anhaben, sehen so ein bisschen aus wie ein Elysium. Roboteranzüge, die wir auch bei Dings hatten, ne? Die Marines tragen die ja auch. Natural Selection 2, genau. Ich bin auch kein Gaming-Mann. Ja, das verzeihen wir dir ausnahmsweise. Genau, wann kommt der raus? Am 29.05.2014. Und der ist von Doug Liman. Der ist auch bekannt durch einige Filme wie Mr. und Mrs. Smith unter anderem, also eher so Blockbuster-Kino, auch das sieht ziemlich Blockbuster-mäßig aus. Emily Blunt spielt noch mit, von der Story. Der Hauptcharakter sitzt in der Timeschleife fest und stirbt und dann kommt er wieder an dem Tag, wo er rekrutiert wird, an und kann halt trainieren. Und wenn er alles, und was täglich er grüßt das Murmeltier. So. Und alles, was er, alle Fertigkeiten, die er erlernt, die Behälter in dieser Timeschleife. Und wird halt immer so... Ich werde unbesiegbar sein! Ja, wird halt immer besser. Kennst du den Pornotitel, der täglich grüßt das Murmeltier verarscht? Nee. Oh Gott. Täglich schmerzt der Rüssel mir. Ja. Gut. Heute Abend singt für sie. Das ist Niveau. Jetzt weiter im Text. Man kann nicht außen einschalten, meine ich. Ja, richtig. Genau. Edge of Tomorrow basiert auf einem Dystopian Novel, einem dystopischen Buch von einem Japaner. Und das ist da auch übelst abgegangen, hat voll viele Literaturpreise gewonnen. Das Buch soll also gut sein. Da gibt es auch einen Comic von, sehr cool. Also auch eine Buchverfilmung. Auch eine Buchverfilmung. Das ist krass. Genau. Gibt es keine Drehbuchautoren mehr? Nee, ich glaube nicht. Die sind vielleicht einfach ausgestorben. Auf jeden Fall ein Drehbuch und kein Also das ist ja schön. Da gibt es dann das Buch zum Film. Es gab viele Beispiele, wo kein Drehbuch anscheinend vorhanden war. Aber okay. Die haben wir ja alle geguckt bei den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Ja, die haben auf jeden Fall ohne Drehbuch gedreht. Die haben wir auf jeden Fall abgehandelt.